Herzlich willkommen zur 103. Folge Simutrans. Ich hoffe mal, weil wir haben jetzt gerade im Moment nicht wirklich was zu tun. Es steht alles. Wir haben nicht genug Geld. Hier sind es noch 193 Leute. Da sind es noch 190 Leute. Das heißt, ich würde sagen, den Mai hauen wir mal weg. Pum. Das Wachstum ist halt überall auch nicht so wirklich prickelnd. Hier haben wir zumindest gerade mal Backwaren, die hier gerade ankommen. Vor allem alles Backwaren. Deswegen konnte man letzten Monat mal wieder einen Betriebsgewinnrekord einheimsen. Und das ist natürlich mega gut, weil die machen jetzt keine 117.000 mehr. Und die verdienen dann mal 280.000 für Backwaren. Und das ist mega gut. Das heißt, wir konnten wieder, trotz dass wir die 5 Zeppeline gekauft haben, 1 Million zurückzahlen. Das heißt, wir sind jetzt bei 3,6 Millionen. Und genau so soll es laufen. Wir kommen jetzt langsam in die Geschichte, wo man sagen muss, Geld ist da, aber die Züge werden halt teurer. Und hier kommt Obst. Hier kommt auch endlich mal Obst an. Der Verkehr in Kedirchin-Gotschle hinzu. Was kommt dazu? Öffnung von Stadtbrunnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da gucken wir uns das gleich auch mal an. Nur vorher müssen wir mal ganz kurz schauen. Was dann jetzt hier passiert. 280.000. Für Obst eher unrealistisch. Genau, 194.000. Ja, das kann tatsächlich bei losgehen, würde ich mal fast sagen. So, bevor der jetzt durchgelaufen ist, da ist der Stadtbrunnen mit einem 30er. Ist zum Glück im Einzugsbereich einer Tram gespawnt. Habt ihr gut gemacht. Was ist das denn hier? Ein Springbrunnen? Große Fontäne. Ah, ist klar. Und hier? Auch gut. Ja, mega. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. So. Die Hälfte ist auch rum. Wir sind jetzt bei 9,5. Das heißt, 18, 19 Millionen sollten jetzt hier auch drin sein. Damit wären wir auf jeden Fall über dem Schnitt. Und das wäre gut. So, Lyrei. Beladen, 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 beladen. 97%. Hier geht es auch wieder gut. Ab nach Dagobert. Alles hin damit. Wolle, Flachs wird auch wieder beladen. Kohlezüge fahren ja auch. Wir haben jetzt hier unten nur 3 Kohlezüge stehen. Das heißt, die laufen auch gerade wieder. Ha, das ist doch schön. Wenn die Industrie läuft und nichts steht, außer vielleicht hier oben, wobei
Die fahren tatsächlich auch gerade. Das Flachs, ach so, schon das Flachs los. Das heißt, eigentlich steht jetzt aktuell. Nur hier. Wo sind die Mailzüge? Sind die gerade erst losgefahren? Hatten die schon mal Einnahmen gehabt? Die hatten tatsächlich schon mal Einnahmen gehabt. Das heißt, die fahren jetzt hier wieder. Ganz entspannt. Stimmt, ich hatte noch gesagt, in Torgrim müssen wir uns. Ist ein kleiner Pfeil drüber, dass es steigt. Okay, auf die Linie, da müssen wir definitiv mal umbauen. Torgrim Bus. Torgrim Bus. Ah ne, nicht S, sondern Torgrim. Torgrim Bus 1. Da ist noch der alte drauf, ne? Der 30er. Genau, der geht gleich jetzt weg. Wir haben ja jetzt den 45er. Dafür brauchen wir halt ein paar mehr. So, Details. Ausmustern. Weg mit dir. So, 45 km/h Bus. Lass mal den losjuckeln, dass der hier ein bisschen macht. Da sind wir da ganz gut dabei. Dann können wir den Juni mal vorspulen. Und wie man sieht, die 2 Millionen werden wieder bestätigt. Oder so ziemlich bestätigt. Ups. 2,3. Sogar ziemlich gleich geblieben. So, die Badische hier steckt fest. Was ist hier denn passiert? Wo sind wir denn hier? Im Westen. Wieso ist hier kein Ausfahrsignal? Okay, im Westmünsterland ist gerade hier ein bisschen Rest gewesen. Ist gerade ein bisschen arg Stress. Ein bisschen sehr arger Stress. Liegt das unter Umständen daran, dass. Nein, das liegt da nicht dran. So, alle Züge unterwegs. Heißt immer noch, die einzige Strecke ist halt hier unser Stahl. Wir brauchen unbedingt die Stahlindustrie. Gut, die wird zwar höchstwahrscheinlich ziemlich kostenintensiv werden, weil ich gehe mal davon aus, wir brauchen Kohle, wir brauchen Eisenerz. Das Stahl muss da auch erstmal weg. Wir brauchen Schiffe für Stahl und so weiter und so fort. Und vielleicht kriegen wir sogar noch einen Stahlverbraucher mit dazu. Aber wir können uns jetzt mal ganz kurz noch damit beschäftigen. 5 Millionen war eine neue Stadt. Weil ich denke mal, damit kann man sich so langsam aber sicher schon mal anfreunden. Torgrim holt hier ordentlich auf. Das sind, also ich denke mal, Torgrim könnte sogar
Ja, das könnte durchaus sein. Gehe ich mal ganz stark sogar davon aus. Hast dich verguckt. Guck mal, da steht 4 Monate Konto überzogen. 4 Monate. Nicht 4 Jahre. 4 Monate. So, Berlin, 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 Berlin. Das läuft kurz. Vor allem das Interessante ist ja, es kommen ja dann hier auf einen Schlag zwei Industrien. Höchstwahrscheinlich hier die dritte, kurz danach die vierte, wenn nicht sogar die fünfte mit Revit. Wie sieht es denn hier oben aus? Ganz schön voll, ne? Ganz schön sehr voll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Stadt ist echt schön gewachsen. Wenn das jetzt hier sich noch zubaut, so wie hier, dann gefällt mir das hier schon echt gut. Aber ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier mittlerweile so eine komischen Kopfsteinpflaster reingebaut haben. Das vor allem am Rathaus direkt davor und naja. Sollen sie mal machen. So, Wachstum. Thorgrim führt das Wachstum an. Knapp vor Lemuria. Dagobert auf jeden Fall jetzt im Moment deutlich gerade über Toni. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal Gas drauf. Und gucken wir mal, ob wir das Ergebnis jetzt wirklich bestätigen können, dass wir damit wirklich jetzt mit festen 2 Millionen rechnen können. Nicht ganz, aber wir sind zumindest wieder im Plus. Sag mal, was ist denn im Moment euer Problem hier? Wieso fährst du da rein, obwohl da noch ein Zug drin steht? Kriegen wir nicht weg. Dann musst du mal wieder zurückfahren. Die stecken alle hier fest, ne? Okay. Das sind jetzt alles der Berliner hier, gehe ich mal ganz stark davon aus. Da muss mal einer wieder fahren. Berlin will noch keine neuen Sachen haben. Wachstum. Bocholt jetzt ganz oben. Vor Toni. Ach, guck mal, hier fahren sogar noch die Doppeltraktionen drauf.
Doppeltraktion. Müssten wir dann auch irgendwann auch mal entfernen. Ja, die müssen hier wieder anfordern, aber ich muss halt hier tatsächlich doch einen Zug runternehmen. Weil es liegen natürlich die ganzen Postsäcke, obwohl das sieht gar nicht so schlimm aus. Das geht tatsächlich. Wie sieht es hier aus? Oh, über Operzock Hauptbahnhof geht auch mal wieder was. Das heißt, da möchte unser Schüttgutlaster auch mal wieder was machen. Das heißt, dann können die hier oben auch mal wieder ein bisschen raus und rumfahren. Sehr schön. So, was sagen unsere Zeppeline hier oben? Haben sie fast abgearbeitet. Habt das schön gemacht. Das ist super. Und eine gute Million auf dem Konto. Aber die müssen wir gleich wieder ausgeben. Leider. So, 422, wir brauchen jetzt den Zug dafür wieder. Wir haben ja hier tatsächlich echt super Sachen mittlerweile. Ich würde ganz gerne den wieder haben. Mit da gehen 80 rein. Bei 140. Haben wir dafür den passenden Postgegensatz? Na gut, bei dem Post hätten wir den 160er. Ja, perfekt. Box Berlin, Box Berlin, Box Berlin. So, ihr könnt weg. Euch brauchen wir nicht mehr. Wir haben alles abgearbeitet hier. Dann könnt ihr habt ihr euren Dienst getan, könnt abhauen, habt sogar ab und zu ein bisschen Profit eingefahren, bin ich sehr begeistert, kann jetzt ein neuer Zug oder ein anderer Zug wieder fahren. Wir sollten damit jetzt sogar noch Plus machen, weil wir hatten hier 10 Züge drauf gehabt, die uns ungefähr 1,4 Millionen gekostet haben. Der Zug hat uns nur 1 Million gekostet. War ein bisschen weniger als 1 Million. Dementsprechend sollte sich das da ausgehen. So, dann nehmen wir jetzt noch einen Monat mit. Beförderung von 166.000 könnte unter Umständen meinen Geschmack noch ein bisschen mehr sein.
Aber ihr wollt ja nicht mal ganz so frech werden hier, oder? Und damit können wir sogar den nächsten Rekord einfahren. Und warum stecken die jetzt andauernd fest? Okay, wir müssen hier. Tatsächlich wieder so rumbasteln. Machen wir das einfach mal so hin. Wir haben dort ein neues Schienenfahrzeug bekommen. Einen DRG. Triebwagen. Müssen den hier wegschicken. Den kriegen wir da nicht weg. Den kriegen wir da nicht weg. Was ist denn jetzt los hier? Jetzt zum Kohlekraftwerk. So, dann können wir uns jetzt das Schienenfahrzeug noch angucken. DRG Triebwagen ET25, das scheint ein Elektrolok zu sein. Was ist denn das? ET25. Das ist er nicht. Das ist er. 100 20 km/h mit 64 Passagieren. Mit was fahren wir denn jetzt hier gerade durch die Gegend? 1100. 1156. Wäre mit 1344 gleiche Haltelänge, auch 120, wenn die Gleise es aushalten würden. 2,5 Millionen kostet das Ganze viel Spaß. Holy moly, können wir uns eh nicht erlauben, zumindest jetzt noch nicht. 4840 wäre natürlich deutlich günstiger. 8, nee, 6 Cent, 6 Euro Cent, irgendwas pro Kilometer. Schade, schade, schade. Der wäre optimal. Der wäre echt optimal. Aber 2,5 Millionen, ne? Das wäre
3, 9, 11, 14, 20 Fahrzeuge. 2,5 Millionen. Kannst du dir ausrechnen. Wären 50 Möhren, mal eben um diese Züge hier abzuwählen. Gut, klar, 2,5 Millionen. Wir würden 200 Millionen wiederbekommen. Okay. Wir würden mehr Passagiere mitbekommen. Wir hätten weniger Kosten. Wir müssten nur die Schienen einmal ausladen. Echt war es Elektrifizierung. Ach verdammt, Elektrifizierung. Ah, da war der Haken. Elektrifizierung. Aber Elektrifizierung müssten wir eh irgendwann anfangen mit. Ich hätte es nicht gedacht, dass es schon so früh wäre, aber ja. Und 120, das wäre schon mal nicht schlecht. Klar, gut, das Problem ist halt, die werden ausgebremst durch die langsamen Dingszüge, die langsam. Oh, die Postzüge fahren auch 120, ne? Aber hier, die hier meine ich jetzt, zum Beispiel 80 km/h. Die Postzüge könnten auch 120 fahren, ne? Theoretisch, wenn wir die Gleise mal ausbauen würden. Gut, aber damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.